Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Sekiro New Game Plus mit erschwerten Bedingungen. Heute werden wir Genichiro besiegen, hoffentlich. Und habt ihr das gerade gehört? Im ersten Durchlauf, da war's nochmal. Im ersten Durchlauf habe ich mir gedacht, was ist das für ein seltsames Geräusch? Ist das irgendwie ein Bug oder so? Aber nein, wir haben ja in der einen Erinnerung unten, das habe ich im ersten Durchlauf ganz wieder vergessen, gesehen, dass Genichiro, diesmal Genichiro das Schilfrohr verwendet, um uns zu rufen. Und ich würde sagen, da lassen wir ihn nicht warten. How is Grandfather? Lord Ishinus. It's a wonder he is still with us. A miracle. Is that so? Divine Heir, I'll ask you once more. Accept me into your immortal oath. I cannot do that, Lord Genichiro. Your victory that day means nothing. He will risk his life to take me home. For he is my shinobi. My lord, I have come for you. This will only take a moment. Let's see. For as long as you are alive, the dragon's blood can never be mine. Ja, habt ihr gesehen, dass er die Klinge jetzt schon deutlich besser zieht? Shinobi, I didn't think I'd see you. Okay. Gut, dass die Pfeile nicht irgendwie beschissen sind. Mit dem speziell schweren. Okay. Ah nein, das ist nicht so gut. Ah nein, nein! Scheiße! Fuck! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist auch nicht gut. Nicht Bogen. Au, Scheiße. Okay. Und... Okay. Erste Phase down. 8 Heilungen, kein Leben mehr. Wobei doch. Ich glaube, es reicht schon. Das macht er nämlich, glaube ich, in der zweiten Phase anders. In der zweiten Phase macht er hier den... Sweep und nicht den Mikiri-Konter. Also, ja, ich Mikiri halt, aber ihr versteht schon die Attacke, die man Mikiri kann. Jetzt macht er halt eher das, was er auf der Wiese am Ende macht. Und Gott sei Dank macht er das nicht so delayed wie...
wie Ashina. Ishin. Also Ishin Ashina, ja, ist schon klar. Nein! Nein! Au! Gott, ich hasse den Bogen immer noch! Au! Okay, damit. Ja, okay. Ich mach mal kurz den hier, damit ich die Ruhe heilen kann. Alter! Okay. Die Dauer, die ich machen kann. Die Dauer, die sie gestunt sind, ist kürzer im New Game Plus. Impressive, Shinobi of the Divine Air. But you deserve better. Would you not answer to a different lord? Heresy. Heresy, you say? If it is for the sake of preserving Ashina. I will seize any manner of heretical strength. I will endure any burden. Behold the lightning of Tomoe. Dass man Heresy mit Heresy übersetzt, ist ein bisschen seltsam, aber okay. Er macht immer den am Anfang, das ist mir aufgefallen. Na, F you. Das ist wirklich... Das ist der Kampf vom Geistergasfeld am Ende. Au. Ich kann trotzdem verscheißen. Au, scheiße. Ah, dammit. Jetzt habe ich nicht damit gerechnet, dass er den auf einmal macht. Haha. Schlag doch nicht die Luft, Genichiro. Ja, ich soll nicht so eine große Fresse. Egal. Ich habe ihn so gut gerade hingekriegt. Ja, das ist definitiv kürzer geworden. Im Vergleich zu sonst. Okay, hier sollte man Abstand halten. Weil das vernünftig zu machen ist echt nicht easy. Ja, und... First try. Das ist echt cool, diese... Das ist, glaube ich, das geilste Ende eines Kampfes. Das und der Dämon des Hasses sind beide wahr. Und der Endboss, Ishin Ashina. Das sind die drei geilsten Enden von Kämpfen. Also, ja, stimmt schon. Erinnerung Genichiro. Erinnerung an die Rache des Wolfs an Genichiro Ashina, wie es die eisernen Regeln verlangen. Ja, die uns ja so wichtig sind. So, Sequenz, oder? Und habe ich euch nicht gesagt, er gibt nicht mal 10.000? You were victorious, I see. Are you? I mean you no harm. Shinobi of the Divine Lord Genichiro, is this the rejuvenating waters? Ashina, this land is everything to me. For her sake.
will shed humanity itself. Resurrection. Yes. Indeed. Ja. Also den Kampf haben wir, würde ich sagen, relativ gut gemeistert. Und dafür, dass wir den Kampf so gut gemeistert haben, werden wir jetzt wahrscheinlich den Rest des Parts nur noch mit Kuro und Emma reden. Körpermerkmale... Nee, Angriffskraft, genau. Ist ja auch wichtig, weil wie gesagt, viele der Sachen, die Leute sehen definitiv besser und reagieren nicht so ganz heftig auf unsere Langfunke und alles. Wobei Langfunke, ich meine, das hier verzögert die Zündung leicht. Streit, halte, okay, ich kann das dann auch halten, gefederter lila Leuchtkäfer. Im Drehen in alle Richtungen. Ich bin echt gespannt. Das kostet ja auch nicht mehr Geistemblem. Es dauert nur länger. Ich werde es mal versuchen. Ach ja, wie viel Kohle haben wir? Ja, komm, wir gönnen uns noch mal ein paar Geistembleme. Wie gesagt, jetzt können wir sie uns ja leisten. So, Emma. At long last, I've managed to fulfill my master's orders. I give you my thanks. Who exactly do you serve? Isshin Ashina. I am a doctor in the service of Lord Isshin. Why were you ordered to help me? Lord Isshin has no desire to use the power of the dragon's heritage. That is why he... He tried to help Lord Kuro escape Ashina. Correct. The message I found in the well, that was your doing? Also correct. My duties have concluded, but there's someone I think you'd like to see. Lord Kuro is downstairs. Ich frage mich hier gerade nochmal, ich weiß nicht, ob ich das schon wieder vergessen habe, aber wenn sie Isshin dient, wobei, ich verstehe immer noch nicht hundertprozentig, ob Isshin auf Kuros Seite ist, weil er kämpft ja ganz am Ende als Endboss gegen uns. Aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich Isshin Ishina ist, wie er noch leibt und lebt. Oder ob das nicht der vergangene Isshin ist, bevor Kuro überhaupt auf der Welt war. Als, oder, ja, wahrscheinlich. Weil hier erstens beim Schmetterling, beim Mondlichtschmetterling wollte ich sagen, ist Kuro ja jünger, definitiv, also er altert. Definitiv ist nicht komplett vom Alterungsprozess ausgenommen. Und vor allen Dingen ist Isshin ja da deutlich stärker und in seiner Blütezeit. Also ich glaube, der Isshin von ganz am Ende ist kein Isshin, der auf der Seite von Kuro steht, aber der jetzt tatsächlich lebt und nicht nur so eine Wiederbelebungsscheiße ist, der ist schon für Kuro. Glaube ich jetzt einfach mal. Also es kann sein, dass meine Theorie falsch ist, aber ich würde fast sagen, ich denke nicht. Gut, erstmal würde ich sagen, hallo, Kuro. I have come for you, my lord. Yes, you did well to come here. Let us go. We must leave, Ashina. Wolf, my blood. The blood of the dragon causes men to become undying. The same goes for you. Yes, my lord. I wished to save you. I'm sure that I would do the same thing given another chance. However, undying begets stagnation. The immortal oath, the rejuvenating waters, the dragon rot, they all corrupt men.
to the point that they no longer live as men. I wish to sever the chains of stagnation bred by the dragon's heritage. Wolf, will you help me achieve this aim? Moment. Im ersten Durchlauf ging Kuro helfen nicht, oder? Father, I cannot break the Iron Code. Father, ich nehme mal an, das geht jetzt immer noch Father, nicht. Father, I cannot... Nee, das ist tatsächlich nicht möglich. Ich dachte, vielleicht geht das bei einem zweiten Durchspielen, also bei einem New Game Plus in dem Fall. Aber offenbar auch nicht. I cannot. To protect you, the divine heir. That was the duty my father entrusted to me. How many times have you died and come back to life for my sake? 2, 3 times? Or perhaps a number so large that it cannot be counted? As it was for the purpose of defending my lord, the number does not matter. I do not wish to bind you to an eternity of undeath. Wolf, join me in my quest to sever the ties of immortality. As you wish. Thank you. Loyal Wolf. Also bis auf das, dass er so 2 Meter rechts an mir vorbeigeschaut hat, finde ich die englische Version eigentlich, wie gesagt, ich kann nur nochmal sagen, die englische Version, vor allen Dingen, weil ich was verstehe, ist schon sehr geil. If we are seeking to sever the immortal ties, I know a good place to start. Wolf, look at this. Aufhebung der Unsterblichkeit-Text. Hierin ist das Ritual zur Aufhebung der Unsterblichkeit beschrieben. Finde das Heiligtum jenseits des Palasts der Urquelle und trinke die Tränen des heiligen Drachen vom Reich der Götter. Genau das haben wir ja in unserem ersten Ende. Und ich schätze mal ganz stark, dass das Ende, was ich am Ende bekommen habe, 90% der ersten Durchläufer bekommen haben. 9,5% oder 9,9% werden das Ende bekommen haben, was ist, wenn man die eisernen Regeln befolgt und nicht Kuro weiter dient beim Uhu. Und 0,1% werden das Ende bekommen haben, was für das wir jetzt hier im New Game Plus sind. Und null, also wirklich gar keiner wird beim allerersten Mal das Ende bekommen haben, höchst nicht niemand auf der Welt, aber vielleicht 100 Leute von 10 Millionen Sekiro-Spieler werden das Ende bekommen haben, was so kompliziert ist, dass es 2 ganze Seiten im Sekiro-Wiki davon gibt. Ja. It's an ancient record that was kept in Ashina Castle. Sacred dragon tears from the divine realm. Yes, it is my belief that with the dragon tears, it may be possible to sever the dragon's heritage. But the divine realm? How do we... I know. Wolf, that incense burner over there, it belonged to a person of interest. Take a look. Mhm. Eine person of interest. Ich frage mich... Ich habe mich beim ersten Mal sicher auch gefragt, aber wem gehört das denn? Also entweder ich habe es wieder vergessen und wir wissen es gleich, oder es ist ein... Es ist sowas, wofür man die Vati-Vidya-Videos... Vati-Vidya-Videos, Alter, das ist ein Zungenbrecher, schauen muss. Is there something special about it? I'm told that long ago, there was another divine heir living here in Ashina Castle. His name was Lord Takeru. This incense burner belonged to him. Where is he now? He died a long time ago, apparently, wrapped in the aroma of the fountainhead. I return to the divine realm. Those are supposedly the words he left behind. You're saying the scent of the fountainhead is the key to reaching the divine realm? That is my belief. Wolf, let us discover the truth together. Ja, das ist Takeru, ja, aber den hat man echt nicht häufig gehört. Ich glaube, das Einzige, was man außerdem gerade noch von ihm gehört hat, ist, dass er, dass wir dadurch dann einmal zusätzliche Wiederbelebung bekommen. Oder bekommen haben, ich weiß nicht, ob das im New Game Plus auch sein wird. Now, as to how we begin our search. I am certain some of Lord Takeru's books remain in this castle. Books that he collected in order to find the divine realm. I will search for them.
In addition to finding a way to reach the Divine Realm, might we also look into how we might sever the immortal ties? A fine suggestion. Talk to Ishin. If anyone knows the answer, it is him. Wolf, come with me. Okay. Ich glaube, ich bin im letzten Mal nicht nachgegangen. Wow. 2 Meter weiter. Lord Ishin is not within this castle citadel. I'm told he is recuperating in one of these watchtowers. However, the path to his watchtower is closed. His health is a little... How do I get in? On the roof. There's a path patrolled by the Nightjar Ninja. It's intended for shinobi, but I imagine that won't be a problem for you. I've heard the Nightjar use smoke signals as landmarks. Yes. So if you follow their smoke signals, you should be able to reach Lord Ishin. And you can use this window to reach the roof. Alles klar. Wie gesagt, ich will mir unbedingt die englische Sprachausgabe hier komplett geben, weil ich mag die einfach. Endlich kann ich die Story, glaube ich, so experiencen, wie man sie experiencen sollte. Und zwar so, dass man sie versteht und nicht, dass man ständig die Untertitel lesen muss. Wenn man da ganz kurz nicht aufmerksam ist, versteht man die Hälfte nicht. Weil es ist einfacher zuzuhören, als dauerhaft zu lesen. Und das sagt einer, der gerne Bücher liest. Also. Okay, ja. Hallo, du warst vorhin, als wir hier runter von unten gekommen sind, nicht da. Sind die eigentlich jetzt immer noch da? Ja, sind sie. Okay. Ja. About the Divine Heir's life. Yes? There is something I wish to ask. Before that, Sake. What? You earned it. Take it. Sake. Ach ja, ich habe übrigens nachgeschaut. Den Sake braucht man tatsächlich ausschließlich, um Hintergrundgeschichte zu bekommen. Es ist keine Quest, es ist nicht, dass man irgendwie sonst ein anderes Ende bekommt. Es ist tatsächlich nur, man gibt einer Person Alkohol und die erzählt einem dann Hintergrundgeschichte über sich oder über andere. Und wir haben so gut wie allen Alkohol, den man bekommen kann, auch im ersten Durchlauf verwendet. Also, da haben wir eigentlich eh schon ganz gut. Also werde ich wahrscheinlich den Alkohol einfach horten, weil wozu? My grandson Genichiro was bewitched by the rejuvenating waters. Wissen you wir? You did well to put a stop to that for me. You have my thanks. I merely followed the code my father taught me. Ah, the iron code of the shinobi. I see. So you're the son of Owl. That boy he found during the rebellion. Yes. And your travels brought you here. The bonds that tie us are so deeply amusing. Don't you think, Sekiro? You're... So what do you wish to know? Er nennt uns... Das ist mir auch beim ersten Mal nicht aufgefallen. Er nennt uns Sekiro genau wie der Tengu, wo wir die Ratten für ihn gefangen haben. Und er, Sekiro hat doch gerade gesagt, also bist du... Ja, das ist mir beim ersten Mal halt überhaupt nicht aufgefallen, weil ich da schon wusste, ah, okay, jetzt weiß offenbar, weil das ist halt häufig in Videospielen so, oder grundsätzlich in Geschichten, einer weiß was und obwohl es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, weiß es auf einmal jeder. Ja, hier nicht. The Divine Heir's desire is to sever the ties of immortality. I want to know how it can be done. The Mortal Blade. If you had such a weapon, it may be the key to what you are after. The mortal blade. With it, you could kill one who cannot die through normal means. One who cannot die. The infested, I believe they are called. I have not seen one before, but it said you could stab them through the heart or remove their head and they wouldn't die. If the stories are true, they'd surely be quite fearsome. Yeah? To kill a monster such as that, you'd need the mortal blade. Ich bin ja auch mal gespannt,
Weil wir werden ja zuerst zum Senpo-Tempel gehen und die sterbliche Klinge holen, bevor wir den Rest machen, also bevor wir den Stein und die Blume holen. Ich frage mich gerade, wenn wir schon beim allerersten Mal, wo wir den Wächteraffen töten, die sterbliche Klinge verwenden, töten wir ihn dann schon dort endgültig? Oder können wir ihn dort endgültig töten und er kommt dann nicht noch ein zweites Mal wieder? Das werden wir auch dieses Mal rausfinden. The Mortal Blade. It may be the key to what Kuro seeks. To severing immortal ties. With it, you could kill those who cannot die through normal means. Where is this Mortal Blade? I've heard it's held in Senpo Temple. However, they say the Mortal Blade cannot be drawn. What do you mean? I am not certain of the meaning. It's just hearsay. The gates to that temple are closed now, though. Who knows what those degenerates are doing shut away up there in the mountains. There aren't any decent roads leading there. How do I get there? The abandoned dungeon just outside of Ashina Castle. If you can pass through its waterways, you should find your way. Alles klar. You're leaving, Sekiro. Severing immortality. That will be quite the battle. And in battle, the plans and desires of those involved churn endlessly. If you hesitate, you'll be swept away. And lose the battle. That's right. Best you keep it in mind. Sekiro, hesitate, and you lose. Das ist, glaube ich, auch so ein Wink, nicht Wink. Einer da unten. Also mehr oder weniger ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass man eben nicht die eisernen Regeln befolgen soll, sondern Kuro weiterhin helfen, weil das ist unser Ziel und wir dürfen auf dem Ziel nicht zögern. Also nicht irgendwie das Ziel nicht erfüllen. So verstehe ich das jetzt im Nachhinein. Niest dreimal. Das war ein bisschen sehr hoch für Kuro, das Niesen. Also, und nicht, wie sie Kuro wahrscheinlich machen würde. Da haben wir wahrscheinlich nicht viel Unterschied gehört, aber es gibt... Still so much dust. Na gut, vielleicht war es doch eher, aber es gab ja noch eine Stimme, die so hoch gesprochen hat, und das war die beim Senpo-Tempel. Aber das ist wahrscheinlich das Kind des ewigen Wassers. Wolf, ich habe was gefunden. Die Bibliothek ist offen. Drück mit dort, Kuro. Räuchergefäß duftet schwach. Genau. Mit dir können wir, glaube ich, gerade aktuell nichts reden. Ich frage. Ich nehme erstmal das hier. Oh, Kanonenfestung, Schreinschlüssel. Oh. Der ist hier? Kanonenfestung, Schreinschlüssel ist hier. Moment, wo ist der? Tor hinter dem Götzenbild des Schreins kann geöffnet werden. Das ist die Tür nach dem einen Vieh, was dauerhaft Ding mit den Krallen so, wo man einfach nur hintereinander parieren muss. Direkt bevor man die Schlange das nächste Mal trifft. Dort, wo die Brücke war, wo ich 100 Mal versucht habe, rüberzukommen und es so nicht funktioniert. Dort war das. Aber warum ist der Schlüssel dazu hier? Naja, keine Ahnung. Das hat sicher auch irgendwelche Lore-Gründe, aber das ist wahrscheinlich too deep für... The bolt was too heavy for me to move. Think nothing of it. Wir haben Kuro jetzt hier die Tür geöffnet. Ich frag mich, ob wenn wir das nicht gemacht hätten, vielleicht... Aber das haben wir beim ersten Mal sicher gemacht. Ich frage mich, ob, wenn das nicht passiert wäre, Ishin am Ende am Leben geblieben wäre oder irgendwas am Ende ein klein bisschen anders wäre. Ob Kuro nicht fliehen hätte können, aber nee, das wäre zu ein großer Unterschied. Vielleicht hätten sie... Vielleicht, weil Ishin lag ja hier auf dem Weg, Kuro dort rauszubringen. Weil wir es geöffnet haben. Hätten wir es nicht geöffnet, wäre er vielleicht hier gewesen oder hier vor den Treppen, um ihn auf anderen Wege rauszubringen.
Vielleicht nur so eine Kleinigkeit, aber das wäre cool. Erfahren wir nur in diesem Durchlauf nicht. This dust is awful. I have returned. Oh, Wolf, you're back. Did you meet with Lord Isshin? I did. He said the Mortal Blade, it could be the key to severing immortality. The Mortal Blade? It's a sword that has the power to kill the undying. It can be found at Senpo Temple. I see. Yes, that seems promising. As you say. For my part, I hunted for any books that may contain clues about the aroma of the Fountainhead. It seems Lord Takeru indeed sought a way to reach the Divine Realm. So far, I found one piece of relevant information. What is it? A flower. Oh. Ah, nach dem Glückenamulett des Jungen fragen, ja. Also wir können das jetzt hier auch wieder leichter machen. Aber wie gesagt, solange ich nicht mehr als einen Part an einem Boss hänge, also sollte ich mal einen ganzen Part nur 10 Versuche an einem Boss machen und ich das einfach nicht schaffen, weil ich ständig auf den Sack kriege, dann... Na, dann vielleicht. Aber erstmal. A flower. First, read this. Einst sollen Verwandte von Tomoe den Urquellduft gesammelt und den Palast aufgesucht haben. Oh, dann war Takeru ein Verwandter von Tomoe. Oder nein, er hat das geschrieben. Also kannte er Tomoe. Ein Schlüssel könnte dort sein, wo sich das ewige Wasser in den Tiefen sammelt. Eine weiße und intensiv duftende Blume. Also, das ewige Wasser, das heißt, dort, wo der Affe ist, der Wächteraffe, dort ist das ewige Wasser und deswegen lebt er wieder. Also ja, wegen dem Tausendfüßler, den er drin hat, aber der kommt halt daher durch das ewige Wasser, glaube ich. What is... Lord Takeru left it behind. I was looking for information on the Fountainhead aroma and how it relates to the Divine Realm. There is water that flows from the Fountainhead through Ashina, and the book speaks of a white lotus flower that grows where the water pools deeply. It appears to be one component of the Fountainhead aroma. A place where the Fountainhead waters pool deeply, perhaps in a deep valley? Yes, indeed. The sunken valley may be the place. The Fountainhead waters should flow into there. Where is this sunken valley? It's beyond the woods to the rear of the castle. There's a shrine dedicated to the white serpent deep in the woods. As the name implies, the sunken valley is just below that place. There's no proper path down there, but a man of your talent could navigate it. Yeah. Ah, I meant to ask. Oh. Did you notice the lingering scent in the incense burner? Oh, weil wir, ich glaube, das letzte Mal haben wir da noch das Gefäß noch nicht untersucht gehabt und da gab es nur Nein und dann mussten wir das jetzt machen, aber ich hab's untersucht. I did. The smell was reminiscent of sawdust, but also it smelled faintly of sakura flowers. Oh, so you smelled it too. I felt the scent was much like sakura flowers, but slightly different. Hmm. What is it, Wolf? That scent, it reminds me of something. You've smelled it before. I believe so. But I can't remember where. Now that you mention it, Lady Emma said that once long ago, there was a sakura tree to the rear of the castle. Perhaps that is relevant to our search. Yeah, und jetzt wissen wir auch dieser Duftstein, den wir brauchen. Das ist der Duftstein vom Sakura-Baum. Jetzt ergibt das alles mehr Sinn im zweiten Durchlauf. So, you've met with Lord Isshin? Yes. He thanked me for defeating Genichiro. I see. To think that Lord Genichiro would go as far as to drink the rejuvenating sediment. Rejuvenating sediment? That's what we call a particularly concentrated part of the rejuvenating waters. I'm sure you saw it for yourself. The rejuvenating sediment grants great resilience in one's flesh. One becomes able to withstand blows that would be fatal to anyone else.
My mentor, Dogen, devoted much research to its uses, but all of his works, documents, medicines, everything, were burned and destroyed. I'm not sure who, but I heard one of the senior apprentices was able to salvage some of it, probably Dojun. Did you ask Lord Kuro's thoughts on the matter? I did. And? We've decided to sever the ties of immortality. I see. I thank you for all of the help you've given me. Almost sounds like you're bidding me farewell for good. I've carried out my lord's orders, so I will stay here in the castle. Come and speak to me whenever you please. I will provide my assistance to you as a doctor. Dojun, das Dojun ist der Typ, der die Experimente im verlassenen Verlies macht. Dessen Questline wir dieses Mal spielen werden. There was a dragon rot epidemic. Ja. It is. Oh, did I hear the ringing of a chime? It was probably this bell. I was told to offer it to Buddha. Does the bell hold any significance? Das ist das. It seems the sculptor's dragon rot has been cured. I did. Please, give this to him. Oh. What is it? It's his favorite tea. I thought it would be a fitting way to celebrate his return to health. Okay. There is something I would like to ask you. Yes, what is it? The sakura tree behind the castle. You mean the Everblossom? It is a sakura tree that Lord Takeru brought from his homeland. So it's a sakura tree from the Divine Realm? Yes. It's quite a mysterious one at that. It was constantly in bloom, even outside of spring. However, the Everblossom no longer exists. It withered away. Why? There was a person who cut off a branch and took the flowers from the tree. Without its flowers, the Everblossom was unable to survive. Eventually, the entire tree was lost. Oh? Did I... Also wir müssen definitiv... Ich frage mich gerade... Ich werde vielleicht zuerst sogar zum Zenpo-Tempel gehen, bevor wir zum Schmetterling gehen. Aber das bin ich mir noch nicht sicher. I asked Lady Emma about the Sakura tree. You did? What did she say? The tree is called an Everblossom. Lord Dekeru brought it here from the Divine Realm, but it has withered away and no longer remains. I see. However, it is said that someone plucked a branch from the Everblossom and stole off with it. Who would do such a thing? What's lost is lost. Finding a stolen tree branch? We have no information to go on. Let us gather what we can for the aroma first. As you wish. I must ascertain the secret to the aroma of the fountainhead, so that we may reach the Divine Realm. I will tell you what I've found so far. Sakura Baum. So, the Everblossom has... That is what. It is said that someone plucked a branch from the Everblossom and stole off with it. Who would do such a thing? What's lost? Also nein, das ist doch nicht neu. Scheiße. Oh, that door marked with the outline of a person. Oh yeah. Lord Ishin once called it a shinobi shortcut. I haven't a clue how it works, but seeing as he mentioned shinobi, I thought you might know. Alles klar, okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir noch kurz zum Bildhauer. Reden mit ihm, geben ihm den Sake. Wirklich was verbessern können wir ja nicht aktuell. Aber das macht auch nichts. Wobei, Moment. I can hear the ring of a bell chime. You mean this old bell? An old woman asked me to offer it to Buddha. That bell. Have you seen it before? No. It is unfamiliar.
It appears the bell disagrees. I think it's trying to tell you something. What? Give it as an offering. The kind-faced Buddha near the wall is different from the Buddhas I make. It was carved by the hand of the true sculptor. Weiteres Leiden vermeiden, ja. Alkohol machen wir gleich. Erstmal, ich glaube, wir haben dafür kein Geld. Aber ich frage mich, ob gerade noch was anderes fehlt, außer Geld. Weil ich würde wahnsinnig gerne hier den Weg... Feuerbase, genau, hier runter gehen. Oh, wow. Das hier ist notwendig für das hier. Flammensturm. Okay. Gut, ja, aber das ist nur von Geld. Ja gut, das heißt, ich darf das nächste Mal, wenn ich viel Kohle habe, es nicht verwenden für, hier kleine Bildchen. Kleine Bildchen, genau. Nein, ich will doch, ach so, doch, ich kann jetzt doch mehr weiter mit dir reden, ja. Alkohol, bitte, den Ashina-Sake und, das haben wir letztes Mal auch gemacht, glaube ich, aber... This tea smells pretty good. Suppose I'll have some. Oh, I needed that. This tea reminds me of Emma's father. About Lady Emma's father? Dogen. He was an extraordinary doctor. He was also very well versed in mechanisms and devices. Better put, he was obsessed with mechanisms to the point that it affected his health. He didn't take much else seriously. But I owed him my life. And we could say that you owe him your life as well. What do you mean? When I lost my left arm, Dogen created that thing, which has now become your left arm. The first version was a complete failure, didn't work at all. So he remade it. Then he remade it again and again, countless times. What? He told me I needed to practice with the prosthetic in order to use it properly. So Emma would pester me into carving her spinning tops and other toys. After much training of that sort, it came to be called a shinobi fang. In other words, that prosthetic arm is Dogen's legacy. His legacy? So much time has passed. While I have abandoned my shinobi ways, that alone I could not bear to abandon. Das ist eigentlich cool. Yes, right. Ja. Don't do anything funny with it. Ja. Das ist eigentlich wahnsinnig geil, dass wir das jetzt können. Also, dass wir das nicht können, dass wir das jetzt wissen, beziehungsweise ich das jetzt auch... Weil ich habe zum Beispiel ganz vergessen wahrscheinlich nur, oder nicht korrekt gelesen beim ersten Mal, dass Dogen tatsächlich Emmas Vater ist. Ich dachte, er ist immer nur ihr Lehrmeister und so. Hm, cool. Alles klar, du weißt inzwischen nichts Neues, oder? I must ascertain. I will tell. Nee. You're leaving, Wolf. My Lord. Das finde ich auch cool, dass er Kuro-sama zu einfach My Lord im Englischen macht. Passt irgendwie so ein bisschen besser ins Englische gefühlt. I'm glad you've come, Master Wolf. Und Master Wolf ist immer noch geil. There was a dragnet. Ja. Nice. It is. Okay, also damit wissen wir nichts. Eine Sache machen wir noch, dann haben wir heute tatsächlich alles, was wir an Redesachen zu tun haben, wirklich vollendet. Und zwar hier den Schrein der großen Schlange. Dort werden wir uns hinbegeben. Ja, ich weiß. Der heutige Part ist tendenziell länger, als die anderen Parts so gewesen sind in letzter Zeit. Ich überstrahle gerade so ein bisschen, vielleicht schon seit ein paar Minuten. Aber dafür ist halt fast nur reden. Das tut mir leid, aber wahrscheinlich werden die nächsten 10, 15, 20 Parts so gut wie nur Gameplay sein. Ah, und da ist er. Genau. Ah, Sekiro. Who are... Hm?
Ministry rats. They find a way in through every crack and crevice. There's always more of them to kill. By the way, Sekiro, have you mastered the way of the Ashina Blade? Yes. Yes. It seems you have. Sekiro, you really have a knack for killing. The secrets of the Ashina School are yours to use. Wir haben was Neues bekommen. Wir haben Ashina-Sachen gemeistert. Das ist doch nochmal ein gutes Ende für die Folge. Ein einzigartiger Text über den legendären Ashina-Mushin-Geländestil. Die Machtgier des jungen Ishin kannte keine Grenzen und seine zielstrebige Suche nach Stärke ließ ihn Ashina erobern. Er kombinierte Techniken der Stile, auf die er stieß. Dieser Antrieb zeichnete Ishins Errungenschaften aus und deshalb wird dieser Text auch nie fertiggestellt werden. Certainly. Sekiro, I know you. Are you all right? I'll enjoy the air up here for a little while longer. Go, Sekiro. Go, Sekiro. Okay, geil. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich noch was Neues bekommen dadurch. Finde ich toll. Okay, Fähigkeiten verbessern. Aber wir haben doch hier die Mushin-Künste schon. Oder Moment, ist da was Neues dazugekommen? Vielleicht, ich weiß es nicht genau. Aber ja, hier Ashina-Künste haben wir ja inzwischen komplett gemeistert. Oder haben wir da... Kreuzhieb? Ne, Ichimanji... Ne, da... Boah, ich weiß nicht, hatten wir das nicht schon? Aber warum würde er uns das jetzt nochmal geben? Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt nicht irgendwie nur... Ob wir das nicht nochmal bekommen haben, aber wie dem auch sei, ich habe mich gerade sehr gefreut, dass wir hier mal ihn zufriedenstellen konnten, weil er ja hat quasi die ganze letzte Playthrough immer nur gesagt, ja, meister die Ashina-Klinge. Hast du sie schon gemeistert? Nein, dann töte mehr. Und ich bin irgendwann fast ein bisschen wütend geworden, dass er ständig sagt, ja, du musst mehr machen. Ja gut, aber dann würde ich sagen, das war's für heute. Nächstes Mal gehen wir durchs Verlies, werden mit Dojun reden, seine Questline starten und dann zum Senpo-Tempel. Und vielleicht werden wir auch schon hier dieser eine Krieger mit diesen Dunkelheitsorbs, die mich so nerven, den werden wir nächstes Mal vielleicht auch schon töten. Bis zum nächsten Mal sage ich aber erstmal tschüss, Leute.